Das werden gar nicht einmal so viele wissen. Sie haben eine der größten Zitrussortensammlungen in ganz Mitteleuropa und das bei uns da in Kärnten. Wie ist es dazu gekommen, Michael? Ja, ich bin ja auch so auf die Welt gekommen wie alle anderen. Es gibt Zitronen, Orangen, Mandarinen. Und irgendwann habe ich dann wirklich Zitronenbauern, wo Plantagen sind im Süditalien, kennengelernt. Und vor allem Gärtner, so wie es bei uns Gärtner gibt, die was halt Balkonblumen machen. Machen sie da unten verschiedene Gehölze und eben, da habe ich wenige gefunden, die was Zitronen auch machen. Und dann habe ich erst einmal so langsam erfahren, es gibt viel, viel mehr Sorten, die haben genauso Namen wie unsere Äpfel, ein Golden Delicious oder ein Kronprinz Rudolf und genauso ist es bei den Zitronen. Mhm. Und dann hat mir das immer mehr zum Interessieren angefangen. Und dann hat es ja ganz andere Zitronen gegeben, als diese kleinen wüchsigen, was es bei uns im Geschäft gibt. Sondern gibt es ja ganz interessante, geschmackige. Von diese hier zum Beispiel, die hat ja heute die Daniela schon verkocht. Das ist ganz ein Besonderes, das ist eine der allererste, was in der Natur, in der Evolution vorkommen ist. Gehört zu den Zitratzitronen. Mhm. Da wird jetzt nur die Schale genommen. Ja. Das ist quasi ein Gewürz, man darf das ja nicht verwechseln, wie man die Zitronen kennt zum Auspressen. Da geht es um die Schale. Früher hat man aus denen das Zitronat gemacht und heute ist es ein sehr, sehr begehrtes Gewürz, was einfach in gewissen Gerichten, so wie in denen heute reinkommt. Und das ist jetzt nicht etwa ein Kürbis, auch keine das mutierte Zitrone? Das ist dann. Das haben Sie auch noch nie gesehen. Also da, mit Essen schmeißt man. Herr Serafin, hätte Sie ja den richtigen Ausdruck für die Größe. Nein, das mache ich nicht. Ja, gut. So, bitte. Darf ich dir schmeißen? Ja, du bist doch ein Nein! Schmeiß zurück! Der macht mich fertig. Ja. Michael, bitte, was ist das der für eine Zitrone? Der macht mich fertig. Das ist dann. Die Zitrone ist wieder zu Hause. Passt. Gut. Das sind Heiligtümer. Man muss sich ja vorstellen, das ist jetzt wirklich die allergrößte von den. Man muss sich, es gibt momentan so 1600 verschiedene Sorten. In verschiedenen Gruppen. Meine Sammlung hat momentan 240 Sorten, deswegen ist es wirklich eine der größten jetzt. Und von den ganzen Sorten ist das dann absolut die größte. Auch eine Zitratzitrone gehört zu dieser Gruppe wie die Finger, wo auch die Schale genommen wird. Die ist noch nicht ausgewachsen, die wird noch größer. Und warum ich da so heil habe, die Bäume sind riesengroß, machen 3, 4 Stück von diesen Früchten und das dauert fast ein Jahr. Super, Herr und dann rufen mich, und dann rufen mich 20 Heimküche in Mitteleuropa an, die was diese Frucht haben, weil nur unser Betrieb eine Bio-Zertifizierung hat. Es gibt wirklich nirgends so eine Bio-Früchte zertifiziert. Da bin ich wirklich der Einzige in Mitteleuropa und mache auch diese Früchte jetzt speziell für das Genussland Kärnten, wo wir auch einen Tee draus machen, einen Zitroneneistee. Und das ist wirklich ganz was Seltenes. Wir selber vergeben von den Früchten, also heuer waren es ca. 30 Stück von der Puderhand, das ist die mit den Fingern, und von der großen vielleicht 15 Stück. Wart ein Jahr drauf und erst zum Schluss entscheidet sich, wie ist die Geschmackausreife, wie gut ist es, wie groß ist sie geworden. Also Zitrone ist nicht gleich Zitrone, zumindest vor allem beim Herrn Zeron. Also wenn man da mal vorbeikommt, da kann man sich wahrscheinlich dann durch die 240 Sorten hindurchwühlen. Man muss Nicht durchkosten. Nicht durchkosten, wollte ich gerade sagen. Und auch nicht pressen alle. Also das gehört in dem Fall nicht dazu. Aber für die Küche bestens geeignet, muss man sagen. So unterm Strich jetzt gesagt. Es ist einfach ein Newcomer-Gewürz, kann man sagen. Es wird immer vermehrter, kommt sie in neuen Gerichten rein. Und die Köche probieren einfach. Mhm. Die ganze Küche an sich ist ja sehr innovativ. Und das ist einfach ein wichtiger Bestandteil geworden. Mhm. Zitrone haben wir da heute auch drinnen gehabt, Herr Kammersänger. Sie haben es probiert? War besser, wirklich. War besser, für mich, siehst du. Für mich. Ich bin überzeugt, ich habe keinen Geschmack, aber das passiert. Das ist ja fein, wenn man weiß, dass der Kammersänger keinen Geschmack hat und es hat ihm wunderbar geschmeckt.